Moin moin meine Lieben, was geht? Euer Jumrage mal wieder hier am Start und zwar mit einem kleinen Quickie. So, also jetzt vor 2, 3 Tagen kam der Trailer zu Call of Duty World War 2 oder World at War 2 raus und ich muss ja sagen, ich habe mir den zwar nicht live angeguckt, da gab es wohl einige Probleme, aber das lag wohl allgemein zu diesem Zeitpunkt an Twitch. Aber nein, das ist eine andere Geschichte, aber dafür wurde natürlich erstmal direkt COD wieder geflamed. Lack of Duty is back. Naja. Wie dem auch sei, habe ich mir den Trailer dann trotzdem mal angesehen. Über YouTube wird ja dann direkt Millionen, milliardenfach hochgeladen. Und ich muss sagen, ich war ganz schön geflasht. Ich meine, ich bin von COD gewohnt. Es ist meistens einfach total simple Grafik. Nicht viel Liebe fürs Detail, schnelle Action, schnell rein und kann man sich vorstellen wie Fast Food. Ist schnell drin, schmeckt gut, aber so alles drumherum ist nicht ganz so perfekt. Das ist ja dann praktisch so genau das Gegenteil von Battlefield. So, weil Battlefield ist dieses große Map und schön taktisch rangehen. Viel mit dem Team voranschreiten und das ist halt nicht rein raus wie beim Sex, ne? Ja. Allerdings hatte natürlich Battlefield jetzt mit dem Battlefield 1 Teil ein deutliches Vorteil gegenüber COD Infinite Warfare. Das Game habe ich hier noch nicht mal richtig angeguckt. Ich habe davon auch kaum Gameplays auf YouTube gesehen. Das ist richtig krass, Leute. Das ist so, was? Hallo? Da war ein neues COD? Hat kein Arsch mitbekommen? Okay. Dann halt nicht. Ja. Sprich, ein bisschen so wie die Abneigung gegenüber Advanced Warfare und Ghost. Ich meine, ich sagte ja schon einmal ein kleines Video auf einem anderen Kanal. Ghost mit dem bisschen Schaden, was man nur einstecken kann und dann geht man um, ist nicht so geil. War so nach dem Motto: zwei Kugeln aus dem Sturmgewehr in den Fuß, du kippst tot um. Advanced Warfare wurde ja von Anfang an so negativ betrachtet. Und fuck, die ganzen Vines dazu sind einfach so göttlich. Die sind einfach göttlich. Naja, aber mit Call of Duty World at War 2 machen sich ganz neue Welten auf. Ja, ihr habt richtig gehört. Ganz neue Welten. Oder sollte ich sagen, alte neue Welten? Also man muss es ja so sehen. Ich bin eingestiegen, ja, erste COD, was ich gespielt habe, war Modern Warfare 3. Ich weiß, da kommt gleich das Geflame. Was? Kein Modern Warfare 2? Geh dich ja hängen. Und nein, ich habe Modern Warfare 2 auch nie angepackt. Ja, da kommt die nächste Ladung Flame. Ist okay. Wobei ich sagen muss, die Modern Warfare Remaster 3, die würde ich schon mal gerne anpacken. Werde ich vielleicht auch nochmal in naher Zukunft. Naja, wie dem auch sei. Bedeutet, ich bin eigentlich mit dem Zukunftssetting eingestiegen. Und Black Ops 2 ist dementsprechend auch mein absoluter Lieblingsteil bis dato. Und hat sich auch bewährt, aber dann dieses ganze Rumgejumpe, Rumgeslide und hast du nicht gesehen, war dann einfach so für den Arsch. Da habe ich von Anfang an gesagt, Advanced Warfare oder so, hier, leck mich. Einzige Grund, warum ich mir Advanced Warfare geholt habe und Ghost und Black Ops 3 werde ich mir eventuell holen, bin ich mir aber nicht so sicher. Ist eigentlich nur der kooperative Survival Mode. Nicht mehr, nicht weniger. Und ja, World of War scheint mir einfach mal wieder so, ja, schön back to the roots, wie es vorher war. Zweiter Weltkrieg, schön old Setting, zwar nicht so alt oder nicht so altmodisch wie Battlefield 1, aber halt wieder alt im Vergleich zu 2025 oder weiter. Dementsprechend denke ich, der Schritt war so oder so der richtige. Damals hieß es, wir können Zweiten Weltkrieg nicht mehr sehen. Heute heißt es, wir können das ganze Zukunftssetting ziemlich sehen. Also, ne? Back to the ground und so. Und ich bin froh, diesen Schritt mal zu sehen, weil, wie gesagt, ich bin sogar mit dem Zukunftssetting eingestiegen und würde gerne mal sehen, wie das so ist, dieses Old Setting. Und ich muss ja sagen, gut, es ist nur ein Trailer, aber die Grafik hat mich sofort umgehauen. Ich habe mir so gedacht, oh, für COD ungewöhnlich.
Ich würde mich jetzt wahrscheinlich ein bisschen weit aus dem Fenster rauslehnen. Aber ich würde fast behaupten, die Grafik gleicht der Frostbite Engine schon fast. Ja. Naja, storytechnisch werde ich mir das definitiv auch antun. Und cool finde ich auch, dass es jetzt wo kooperative Missions oder eine kooperative Story gibt. Das war ja schon in Modern Warfare 3 zum Beispiel so. Das finde ich wieder ganz cool. Gab es ja in Black Ops 2 und so nicht mehr. Und es ist wohl auch geschrieben worden aus jemandem aus dem Entwicklungsteam. Von jemandem aus dem Entwicklungsteam. Ja, mein Deutsch ist mal wieder Bombe. Dass es wohl jetzt auch so ist, dass man keinen Schaden mehr regeneriert. Ob das jetzt nur im Hardcore-Modus so ist oder in irgendeiner anderen Modi, ist jetzt dahingestellt. Und ob es dann so etwas wie ein Medi gibt, ist auch dahingestellt. Aber sollte es tatsächlich so eintreten, gleicht das Ganze doch schon wieder ein bisschen mehr dem Battlefield-Prinzip. Ein bisschen realistischer, aber immer noch die schnelle Action. Und ich persönlich würde diesen Schritt ziemlich gerne sehen. Ja, naja, das war so mein kleiner Quick-Talk dazu. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ich würde gerne mal ein paar Comments sehen. Was haltet ihr davon? Sagt ihr, das ist ja einfach mal unglaublich, einfach geil. Back to the roots und noch ein bisschen andere Features obendrauf. Auch wenn sie natürlich deutlich bekannt sind. Aber eure Meinung dazu würde mich mal echt brennend interessieren. Naja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Video und damit verabschiede ich mich für heute. Ciao!